Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword, beziehungsweise jetzt The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, wir haben nach wie vielen Jahren Pause? Ich glaube, es sind jetzt 3 oder 4 Jahre her, seit der letzte Part von The Legend of Zelda Skyward Sword hier auf den Kanal gekommen ist. Es tut mir leid, meine Standardausrede mit es war viel los. Ist halt tatsächlich leider so, es ist sehr, 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 sehr viel passiert. Deswegen war auch der Kanal quasi tot und es sind nur noch Livestreams gekommen. Letztens erst komplett The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Von Anfang bis Ende. Ein sehr cooles Projekt gewesen, ein sehr cooles Spiel. Jetzt geht es wieder weiter mit den Ursprüngen und diesmal natürlich von der Normalversion zurück auf die HD-Version. Ihr seht es gleich, es sieht schon im Vergleich deutlich, deutlich besser aus. 60 FPS, Switch, HD, Texturen, Breitbild, ohne dass ich es selber strecken muss oder so. Es sieht einfach gleich viel, 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 viel besser aus. Ich hoffe, ich kann die Folgen jetzt wieder flüssig und regelmäßig bringen und nicht wieder ewig lang Pause machen. Ich gebe mein Bestes. So, ich habe was für euch vorbereitet, Leute. Und zwar habe ich mit nochmal großes Dankeschön an Larry, einen Zuschauer, der mir dabei geholfen hat. Ich habe den Spielstand von der Wii-Version rekonstruiert. Ich habe geguckt, dass wir so gut wie alles haben, beziehungsweise alles erledigt haben, was wir auch bisher gemacht haben in der Wii-Version. Was vielleicht ein bisschen anders sein wird, das muss ich gleich mal zeigen. Das sind, hallo? So. Das sind hier die Anzahl der Schätze und alles. Die habe ich jetzt nicht rekonstruiert. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich machbar. Genauso auch wie aktuell die Anzahl unserer Rubine. Das habe ich auch nicht getan. Da wir allerdings den Zugriff auf die Insel haben, auf die Roulette-Insel, glaube ich, dass das jetzt nicht so schlimm sein wird. Dass da die Rubine nicht gleich sind. Mit der Roulette-Insel haben wir gefühlt quasi eh Geldsorgen gar keine mehr. Weil wir da so gut und einfach Rubine sammeln können, das ist kein Problem. So, die Steuerung hat sich auch ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir jetzt mit der Switch spielen, auch einen rechten Stick und können die Kamera frei bewegen, was ich einfach genieße und auch genossen habe, als ich den Spielstand hier rekonstruiert habe. Und durch die Motion von der Switch ist halt ein bisschen besser vielleicht. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich finde persönlich, dass es besser ist im Vergleich zu der Wii Motion Plus. Und man kann jederzeit, das finde ich auch ganz cool, wenn das Ding jetzt irgendwie nicht mehr so tut, wie ich will. Aktuell macht es das leider. Und ich einfach Y drücke, dann habe ich es wieder ganz normal neu justiert. Davor war es ja bei der Wii Motion Plus ein bisschen komplizierter. Okay. Ich habe Dinge getan. Beziehungsweise ich habe Dinge nicht getan. Ihr wisst ja, das letzte Mal, als der Part sich verabschiedet hat, war unser Plan, hier in die Wolke reinzugehen, die wir aktiviert haben. Das habe ich noch nicht getan, weil ich gedacht habe, so können wir uns auch so ein bisschen wieder drauf einstellen, was wir tun müssen, was wir tun sollen. Bevor wir das allerdings tun mit dem Leuchtturm oben, das geht ja relativ schnell, mir sind 2 Dinge aufgefallen beim Rekonstruieren des Spielstandes, die wir verpasst haben. Oh nein. Und zwar ist es ein Herzteil und ein Artefakt der Göttin. Und zwar beides im Wald von Firone. Ich würde sagen, das machen wir kurz. Um wieder richtig schön reinzukommen. Ich weiß, wir haben auch in den vorherigen Folgen ganz viel Sidequests gemacht und es wird eigentlich Zeit, dass wir weitermachen mit der Mainquest, aber wir müssen ja wieder, also ich muss mich zumindest mal wieder ein bisschen einfinden, ne? Dieses Ding, was man übrigens hört, das ist, wenn ich Y drücke. Ah, es ist schön, wieder Skyward Sword zu spielen. Sehr schön. Natürlich nicht vergleichbar mit Tears of the Kingdom, aber ich würde sagen, das Spiel steht für sich. Das muss jetzt nicht mit irgendeinem anderen Zelda verglichen werden. So, wir müssen, jetzt muss ich gerade überlegen, wir müssen nochmal zum Siegelhain, genau. Und zwar
Müssen wir jetzt nach dem Goronen suchen, der uns ja die ganze Zeit über die ganzen Relikte und so erzählt hat. Genau der da. Achso, das geht noch gar nicht, gell? Okay, dann lassen wir das kurz. Ich dachte, das funktioniert schon. Weil er redet ja, also er hat uns das Tutorial gezeigt über die Statuen. Aber über die Wände erzählt er uns noch nichts. Okay, dann kommt das später erst. Wahrscheinlich, wenn wir hier uns wieder ein bisschen umschauen dürfen müssen sollen. Weißt du was? Dann lassen wir das. Auch das Artefakt. Weil dort, wo das Artefakt sich befindet, werden wir nochmal hingehen. Später. Von daher ist das eigentlich jetzt erstmal egal. Beziehungsweise später, so spät ist es gar nicht. Ich glaube sogar jetzt gleich als nächstes. Was ich nicht geupgradet habe, ist die Bomben und die Deko-Kerntasche. Das ist nur eine Kerntasche. Ihr wisst, was ich meine. Da habe ich die Ressourcen dafür noch nicht zusammen. Aber das sind jetzt... Ja, die, ich glaube, auf die können wir erstmal verzichten. So. Sonst habt ihr ja gesehen, habe ich alles. Wir haben den Kraftkäfer, wir haben das Meisterfängernetz. Wir haben hier das perfekte Eisenschild, das perfekte Holzschild. Den Heiligenschild haben wir erst gekauft. Hier ist ein Wundertrank, hier ist ein Ausdauertrank. Der Herztrank V ist gerade im Lager. Die Schatzmedaille habe ich dabei, genau. So. Und herzteilemäßig müssten wir eigentlich auch auf demselben Nenner sein. Genau. Also alles perfekt. So. Wir haben diesen Leuchtturm zwar schon aktiviert, wir machen es aber nochmal. Weil es doch schon ein bisschen länger her ist. Mit X geht das, gell? Ja. So, dann spielen wir ein kleines Liedchen. Gebieter, ich spüre, dass ich am Ende dieses Lichtstrahls Hinweise zu den drei Flammen befinde. Ich würde daher empfehlen, ihn näher zu untersuchen. Okay. Dann tun wir dies. Ups. Ich hätte doch den Parasegel verwenden sollen. Hoppala. Naja, egal. Sowas härtet uns nur ab. Okay, nach langer, langer Zeit wird es Zeit, da reinzufliegen. Ah, und da will uns was aufhalten. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. So. Der ist ein bisschen blöd platziert, aber da kommen wir durch. Okay. Let's go. In der Sturmwolke. Hier gibt es neue Gegner, neue Inseln, neue Gefahren. Und da hinten ist sogar eine Kiste.
Wir folgen einfach mal dem Licht. So, den haben wir getötet. Den irgendwie nicht, aber der lässt uns auch in Ruhe. Und es regnet natürlich kontinuierlich. Warum auch nicht? Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo befindet sich die Truhe? Rechts, glaube ich. Da ist sie. So. Was haben wir denn da? Einen goldenen Rubin. Der nochmal 300 Rubine wert ist. Was jetzt ein bisschen problematisch ist, weil wir jetzt maximal ausgelastet sind, was Rubine angeht. Okay. Das heißt, wir müssen nachher eine kleine Shopping-Tour machen, bevor wir wieder uns ins Abenteuer begeben. So. Da führt das Licht hin. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Diese Insel ist mir bekannt. Man nennt sie die Stätte der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen, Gebieter. Mir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turms möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung nach einer Möglichkeit zu untersuchen. Okay. So. Man sieht es. Ich gucke mal gerade mit der Aurasphäre rüber. In dieses kleine Loch sollen wir uns quetschen. Klingt ja einfach. Bedrehe das zentrale Podest, vervollständige die Brücke und betritt die Stätte der Lieder. Ja, wir fangen gleich mit einem Rätsel an. Ich freue mich. Okay. Ich zeig mal, was wir machen können. Wir können dieses Ding hier drehen. Ups. Nur nach vorne, gell? Ja, genau. Quasi jetzt so machen. So. Das bewegt auch hier die Brücke. Ja, also die Säulen stellen die Brücke dar. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass hier Säulen sind, die die anderen blockieren. Wir haben hier drei Schalter, oben, unten, oben, links, rechts. So. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir die Säulen, die bewegen sich alle gleichzeitig. Dass wir die so aneinander reihen, dass wir alle gleichzeitig bewegen. Und zwar zum Loch, zum Turm. Ich glaube, ich hab's aber schon. Das ist nicht schwierig. Ein bisschen zum Aufwärmen vielleicht gedacht. So, jetzt haben wir die alle gleich. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das da verschwindet und dann haben wir es. Na also. Ich bitte euch, wer die ganzen Rätsel in BOTW und TOTK durchgesuchtet hat, für den ist so eine kleine Brücke Pillepalle. Pillepalle, sage ich dann nur. Was ist denn? Deine Geldbörse, ja, schön. Ich bin hier gerade in einem heiligen Ort. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dein Geld ist voll. Das geht nicht. Das gehört sich nicht. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, lausche nun der Botschaft der Göttin. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Drei heilige Flammen gibt es. Um sie zu finden, bedarf es der drei göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen.
Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in den Wald von Firone, wo sich die erste deiner Prüfungen erwartet. Dieses Lied heißt Farores Mut, ein Lied des Mutes, das dich führen wird, Gebieter. Du hast dir Farores Mut eingeprägt. Gebieter, um die heiligen Flammen zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen und die göttlichen Schätze finden. Ich werde Farores Mut für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Wald von Firone. Hab doch gesagt, wir müssen da eh gleich wieder hin. Hätte ich mir das Ganze sparen können, toll. Asche auf mein Haupt. So. Wir haben Portal der Prüfung als Aurasuche. Und die befindet sich irgendwo im Wald von Firone. Natürlich weiß ich wo, ich brauche diese Aurasuche zum Glück nicht. Aber es ist natürlich trotzdem schön, dass es sie gibt. Für die, wo es halt nicht wissen. Okay. Dann wissen wir, unser nächstes Ziel ist. Es befindet sich auf jeden Fall nicht in dieser Sturmwolke. Wir sind wahrscheinlich seit langer Zeit der Erste, wo hier wieder durchfliegt. Sag mal, siehst du bitte? Das ist kein Spiel mit 3D-Brille. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit den Bildschirm bestücken. Du auch nicht. Weg mit dir. So. Dann gehen wir doch ganz kurz zu Terry, bevor wir uns in den Wald begeben, um unser Geld ein bisschen auszugeben. Der hat ja noch zwei Gegenstände, die relativ teuer waren, aber jetzt auch vom Nutzen her nicht dementsprochen haben, dass ich benötige. Aber für die Vollständigkeit kaufen wir sie sowieso. So. Wo ist er denn, der Terry? Ich höre ihn doch schon. Da ist er wieder. Na? Okay, zielen muss ich aber nochmal üben. Au. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen verlernt. Jetzt komm. Hoch mit dir. So. Wir müssten eigentlich alles bei ihm gekauft haben, außer die zwei Medaillen, genau. Und die Käfermedaille ist die teurere. Insektenmedaille, genau. Sie zeigt ihnen an, wo sich Insekten befinden. 1000 Rubine gekauft. So. Damit findest du Insekten leichter. Suche auf der Karte nach grünen Punkten. Deine Tasche ist voll, das Ein wurde im Lagerdepot deponiert. So, unser ganzes Geld ist weg und für 800 kriegen wir, glaube ich, noch die Herzmedaille, ne? Weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Probieren sie es einfach selber aus. Ja, komm. Du hast eine Lebenskraftmedaille erhalten. Trägst sie bei dir, hältst du ein weiteres Herz. Entscheide selbst, wann es lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Okay. Und jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Aber das ist kein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt alles bei Terry gekauft, was es zum Kaufen gibt. Also von daher... Wir gucken nachher nochmal vielleicht einmal bei ihm vorbei. Aber ich glaube, er hat wirklich gar nichts mehr für uns jetzt. Das war's.
Und unser Geld ist weg. Aber wir haben wieder Platz für mehr. Das Schöne ist, beziehungsweise das Traurige ist eigentlich, sobald man in Richtung Roulette-Insel kommt, hat man zwar keine Geldsorgen mehr, aber das meiste hast du eh schon gekauft. Wenn du fleißig am Rubine sammeln warst. Von daher, wir fangen wieder beim Tempel des Siegels an. Ich guck nochmal nach dem Goron, ob das funktioniert. Eventuell ja, eventuell nein. Mal gucken. Mieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre das Portal der Prüfung ganz in der Nähe. Nutze die Aurasuche, um den Ort zu finden, und spiele Pharoris Mut, um das Portal freizulegen. Okay. Ne, der steht immer noch da. Huch. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Ach, das war Hilfe. Okay. Das war ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Ja, aber hier gibt es keine Schmetterlinge. Die Wand ist in der Nähe von diesen Schmetterlingen. Aber die sind hier nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo die Wand ist. Auf jeden Fall nicht hier. Oder muss ich vielleicht... Boing, boing, boing. Nur noch die Wände der Göttin. Aber ich sehe hier halt nirgendwo die dazugehörigen Schmetterlinge. Ups. War die Wand hier? Nein. Oh, der tanzt dazu. Guck mal. Das ist süß. Nee, ich glaube, das scheint mir später frei. Ich dachte, es wäre jetzt schon. Okay. Dann halt nicht. Dann begeben wir uns rein in den Wald. Der Wald hat sich ein bisschen verändert, seit wir das letzte Mal da waren. Er sieht ein bisschen schöner aus, weil HD-Textur. Nein, und... also das ja, aber es gibt auch ein paar neue Gefahren. Gucken wir mal, ob wir sie sehen. Ja, zum Beispiel sind die ganzen Pflanzen jetzt diese Viecher geworden, wo auf allen Seiten theoretisch aufgehen. Meine Nemesisse. Aha! Au, das war der Tisch. Und das war die Pflanze. Vielleicht sollte ich mit dem Joy-Con eher oben bleiben. Bevor ich den Tisch ganz kaputt mache. Oder das Controller-Ding. Wäre beides doof. Hi. Bye. Oh, nächster. Sehr schön. Ah, guck mal, da. Also jetzt nicht die Fledermäuse, aber ich bin froh, dass sie da waren. Achso, es gab auch ein paar Quality-of-Life-Veränderungen. Positive. Wenn man eine neue Spiel-Session beginnt, dann wird nicht jeder Schatz, den du eh schon mal irgendwann eingesammelt hattest, nochmal neu angezeigt. Oh, guck mal, eine Monsterklaue. So wie jetzt gerade. Nein, das speichert. Also, wenn du einmal diesen Schatz angezeigt bekommen hast, dass der neu ist, dann war's das. Nicht bei jeder Spielsession neu. Eine sehr schöne Quality of Life Verbesserung. Das hat tatsächlich genervt. Okay. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Achso, ich suche die Prüfung. Ja. Dann komm mal her. Okay, das war's schon. Ich brauche noch ein paar Schädel von euch Leuten. Hier, ich habe keine mehr. Und ich brauche für ein paar Upgrades noch ein paar. Und Bienenlarven brauche ich auch noch. Von dir brauche ich nichts. Bleib weg. So, da vorne sehen wir ganz viele Schmetterlinge und ein kleines Schimmern. Da müssen wir hin. Da beginnt unsere Prüfung. Die nächste.
Ist doch nicht so, dass das ganze Leben hier schon eine Prüfung verlinkt war. Ah, cool, ein Gold. Warum kriege ich die ganze Goldene? Ich brauche normale. Bitte spiel. Normale. Ich freue mich auch über die Goldenen. Aber... brauche gerade die normalen. Na gut, da gibt mir gar nichts. Das ist auch sehr nett. Also die Gegner skalieren so ein bisschen. Ihr habt es ja gemerkt. Das sind jetzt nicht mehr die Roten, sondern die Blauen. Die Blauen sind ein bisschen stärker als die Roten. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob sie uns mehr Damage machen oder einfach nur widerstandsfähiger sind. Ich glaube, sie sind einfach nur widerstandsfähiger. So. Dann spielen wir mal das neue Lied, das wir jetzt kennen und betreten die Prüfung. Dein Lyraspiel und mein Singen von Faroris Mut haben mit dem Symbol auf dem Boden reagiert und ein Relief ist erschienen, mein Gebieter. Es ist zu 90% wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Portal der Prüfung handelt, von dem dir in der Stätte der Lieder bereits berichtet wurde. Stelle dich in die Mitte des Symbols und stoße dein Schwert in den Boden. Na, wenn es nichts weiter ist. Ja. Dann machen wir das einfach mal. Gebieter Link. Gebieter, in diese Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort, der Sairen. An diesem Ort, Faroris Sairen, wird dein Mut auf die Probe gestellt. Lasse deinen Körper zurück und stelle dich der Prüfung nur mit deinem Geist. Um die heilige Flamme, derer Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Du hast das Seelengefäß erhalten. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Link. Dies ist das Seelengefäß. Bringe es zurück, wenn es gefüllt ist und deine Prüfung gilt als bestanden. Nur dann wird deine Seele wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Fülle das Seelengefäß, indem du Faroris Tränen aufsammelst. Gebieter, was dort funkelt. Dies ist eine von Faroris Tränen. Sammle 15 von ihnen. Aber es genügt nicht, sie nur zu sammeln. Du bist nicht alleine bei dieser Prüfung. Solltest du auch nur einen Schritt vom rechten Weg abkommen, werden dich die Hüter verfolgen, Gebieter. Ein einziger Treffer der Hüter wird deine Seele aus der Fassung bringen und deine Prüfung wird zu Ende sein, Gebieter. Sammle die Tränen daher, ohne dich angreifen zu lassen, und fülle das Seelengefäß. Hast du mich verstanden, Gebieter? Soll ich es noch einmal erklären? Nö. Gebieter, ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Auf dass die Göttin dich beschützen möge, Gebieter. Okay. Hi! Alter, wie der auf uns zugerollt kommt. Süß. So. Das passiert, wenn er uns trifft. Gebieter Link, ich stelle fest, dass die Sammlung der Tränen nicht erfolgreich war. Ah, zack, los. So. Also,
Sobald wir hier aus dem Schutzraum gehen, erwachen die und jagen uns. Wenn wir eine Träne einsammeln... Du hast eine von Varoris Träne erhalten. Ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. So, dann haben wir jetzt oben diese Blume, zeigt uns quasi die Zeit, wo die Hüter uns in Ruhe lassen. So, das ist eine Lichtfrucht. Diese mysteriöse Frucht lässt 30 Sekunden lang Signallichter erscheinen, die den Weg zu den übrigen Tränen weisen. Na, immerhin. So. Das bedeutet, wir haben jetzt hier so eine Art spiritueller Wald von Firone, wo es jetzt auch endlich die Finsterhalbmonde gibt. Ähnelt dem Bernsteinhalbmond, hat jedoch eine andere Beschaffenheit und ist nur an bestimmten Orten zu finden. Der letzte Schatz, der in unserer Liste gefehlt hat. Und die gibt es nur hier in den Seiren. Ich glaube aber, dass man sie noch irgendwo anders kriegen kann im späteren Verlauf. Aber hier sind sie einfach auch am leichtesten zu kriegen. So. Deswegen nehmen wir sie mit. Jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen. Ihr seht, das ist auch ein bisschen was gesperrt. Wir kommen auch nicht überall hin. Ich lasse jetzt da hinten die Träne tatsächlich da. Für später. Für schlechte Zeiten. So, und wenn der uns sieht, weckt er auch die Wächter auf. Deswegen aufpassen. Und wenn wir das Wasser berühren... Ah, erklärt Fei. Das ist aber lieb. Dann erwachen die auch. Diese glitzernden Flächen heißen alla Traumata. Und haben eine besondere Bewandtnis. Triffst du auf sie, Gebieter, so werden dich die Hüter sofort entdecken. Sie sind über die ganze Gegend verstreut. Pass also auf, wohin du deine Schritte setzt. Ja, ja, alles gut. Dafür ist der Baum schon da. Ein Finsterhalbmond. Eine Träne mehr. Die nächste haben wir auch gesehen, die ist da oben. So. Hier müssen wir uns mal durchsprengen. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Mist, die wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Ach, egal. Ich sollte ein paar Tränen halt überlassen für den Rückweg, weil wir müssen wieder zurück. Und dann gibt es halt keine Quelle mehr, um den Timer wieder zurückzusetzen. Deswegen. So, durch das Loch können wir auch nicht durch. Dich lasse ich jetzt tatsächlich mal da. Wir merken uns, zwei Stück haben wir bewusst gerade noch nicht eingesammelt. Dich nehmen wir mit. Es könnte sein, dass auch gleich unsere 30 Sekunden durch sind. Deswegen nehme ich die hier mit. So. Guck mal, die zwei Geister bewachen den Finsterhalbmond. Das ist gemein. Ja, bisschen balancieren. Vorsichtig. Sehr schön. 90 Sekunden klingt immer so lange, aber das kann relativ schnell vorbei sein. Deswegen immer... Die Seiren sind nicht so einfach. Also das hier ist jetzt noch so ein bisschen, ja, easy peasy, aber es wird noch schwieriger. Das ist gefährlich. So. Da könnten wir einen Rückweg formen. Geht das? Ja. Okay. Dann pass auf, dann lassen wir die da und sammeln die da hinten nochmal ein. Okay. 1, 2, 3, 4. Ich sehe noch nicht alle. Doch 1, 2, 3, 4, 5 und 7 fehlen uns. 2 haben wir bewusst zurückgelassen. Okay, dann passt's. Da sehe ich einen Finsterhalbmond am Baum. Den können wir runterholen. So.
So. Das Wasser ist gemein. Das kommt und geht nämlich. Okay. Den nehmen wir noch mit. Ich bin vorsichtig bei diesen Geistern. Die haben mir schon das ein oder andere Mal das Leben richtig zur Hölle gemacht. Aber es sieht gut aus. Damit haben wir nämlich jetzt alle gefunden. Wir müssen sie nur noch einsammeln. Er hat uns gehört, er hat uns gesehen. Aber hat noch keinen Alarm schlagen können, weil wir noch nicht in Reichweite von der Lichter, von der Laterne gewesen sind. So. Und da ist die letzte. Und wir haben genug Zeit. Perfekt. Noch ein Finsterhalbmond hier oben? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir. Du hast Favores Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Link. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Na, so ein Zufall. Wir sind ja schon da. Das war jetzt schwierig. Man kann es sich schwierig machen oder auch einfach taktisch vorgehen, dann ist es nicht so schwierig. Du hast die Wasserdrachenschuppe erhalten, einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. Ein sehr gutes und sehr wichtiges Upgrade für unseren Helden. Ich will gar nicht wissen, wie das aussah die ganze Zeit. Mein Glückwunsch, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um die heilige Flamme zu finden. Warum mein Schwert? Ich habe die Prüfung gemacht, nicht das Schwert. Diese Wasserdrachenschuppe ist einer der Schätze der Göttin. Durch die Kraft des Wasserdrachen kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie sich an einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Okay. Na, dich kennen wir doch auch noch. Ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Hohoho. Wieder Weihnachtsmann. Ah, schön. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Mal... Oh Gott, da ist ein Dicker. Das nächste Mal hier um mit unserer neuen Wasserdrachenschuppe. Neue Gebiete, die wir erkunden können, tun sich dadurch aufbauen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Und wir sehen uns das nächste Mal genau hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.